Hallo liebe Störer und herzlich willkommen zum Sonntagsstörer. Heute geht es um die Top-Verdiener der deutschen Politik und wer am meisten Kohle macht und vor allem womit. Und wir wollen mit euch über die Berichterstattung zum Gaza-Konflikt diskutieren. Bei aller Kritik, die man so hört, einige unserer Abgeordneten sind echt super fleißig und verdienen auch eine Menge Geld damit. Fast 9.000 Euro im Monat. Das ist schon sehr viel Geld, aber jeder vierte Abgeordnete hat auch noch einen Nebenjob und damit kann man auch nochmal richtig verdienen. Seit der Bundestagswahl haben unsere Volksvertreter Einkünfte von insgesamt 6,6 Millionen Euro angemeldet. Mindestens 2,1 Millionen davon stammen aus anonymen Quellen. Diese Einkünfte müssen sie in 10 doch eher sehr groben Stufen angeben. Stufe 1 beginnt bei 3.500 Euro und Stufe 10 beginnt bei 250.000 Euro mit Ende offen. Das ist Peter Gauweiler. Er ist Anwalt und führt die Liste der Spitzenverdiener an. Und zwar mit Abstand. Laut Abgeordnetenwatch hat er Nebeneinkünfte von fast 1 Million Euro. Abgeschlagen auf Platz 2 ist der CDUler Albert Stegemann mit knapp über 500.000. Eine Nebentätigkeit an sich ist ja erstmal nichts Schlimmes. Aber woher nimmt der Mann die Zeit, wenn er doch Vollzeitabgeordneter ist? Kann er da überhaupt seine Arbeit noch richtig machen? Das fragt sich auch Ulrich Kälber von der SPD, den kennt ihr vielleicht noch aus unserer TTIP-Folge. Der kritisiert nämlich, dass Gauweiler viele Abstimmungen im Bundestag einfach geschwänzt hat. In den ersten 10 Monaten der Regierung war er nur bei 10 von 45 Abstimmungen da. Also der mit den höchsten Einkünften ist auch der, der am wenigsten da ist. Okay, irgendwie logisch. Was passiert aber jetzt genau, wenn man eine Abstimmung schwänzt? Laut Ulrich Kälber muss man dafür eine saftige Geldstrafe leisten, nämlich von 100 Euro. Das ist ja nun fast weniger schlimm als damals ein Eintrag im Klassenbuch. Nur dass es damals darum ging, dass man im Unterricht gequatscht hat und jetzt geht es darum, Demokratie und Gesetze zu machen. Jetzt aber mal im Ernst. Welche Interessen werden denn da von Gauweiler und Konsorten überhaupt noch vertreten? Geht es da um seine Interessen und die seiner Mandanten und Auftraggeber oder um unsere, wie es eigentlich sein sollte? Besonders bei Auftraggebern, die nicht öffentlich gemacht werden, fragt man sich wirklich, ob es da Interessenskonflikte geben könnte. Können die wirklich dann noch frei entscheiden? Was denkt ihr dazu? Sollten Nebentätigkeiten bei Abgeordneten verboten werden oder vielleicht strenger reglementiert? Und sollten nicht vielleicht auch die Strafen höher sein, wenn man Abstimmungen verpasst? Jetzt was ganz anderes. Die Lage in Israel und im Gazastreifen ist ja sehr unübersichtlich und auch sehr schwer zu bewerten. Auch in Deutschland kommt es momentan immer wieder zu Demonstrationen gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Dabei kommt es leider auch immer wieder zu antisemitischen Äußerungen. Dadurch kommt auch wieder die Frage auf, wie kritisch dürfen wirklich die deutsche Politik und Medien gegenüber Israel sein? Von den einen wird behauptet, dass zu wohlwollend über die Entscheidung der israelischen Politik berichtet wird. Von den anderen wiederum, dass nur einseitig das Leid der Bevölkerung von Gaza thematisiert wird. Ganz ehrlich, vielleicht geht es euch auch so, wir fühlen uns echt überfordert damit, die Situation richtig einzuschätzen. Eine Hilfe könnte jetzt eine Studie von Linguisten der TU Berlin sein. Sie haben festgestellt, dass in den deutschen Medien überwiegend kritisch über Israel berichtet wird. Untersucht wurde, wie oft negative Begriffe in Artikeln und Schlagzeilen zum Gaza-Konflikt 2012 und der aktuellen Krise verwendet wurden. Das Ergebnis? Israel wird eher mit negativen Verben beschrieben, außerdem wird das Land eher als die treibende Kraft des Konflikts dargestellt. Die Forscher kommen also zu dem Schluss, dass in den deutschen Medien eher ein negatives Bild der israelischen Regierung verbreitet wird. Wir möchten die Frage gern an euch weitergeben. Wie empfindet ihr die aktuelle Berichterstattung zum Gaza-Konflikt? Diskutiert mit uns unten in den Kommentaren. Wenn ihr noch mehr über Nebentätigkeiten von Abgeordneten erfahren wollt, dann empfehlen wir euch unsere letzte Themenfolge zu Lobbyismus. Außerdem schaut gerne nochmal in den letzten Sonntagsstörer rein. Viel Spaß damit und immer schön weiterstören.